Hallo Leute, willkommen zur nächsten Folge von den Minecraft-Fakten. Ich freue mich irgendwie so, ne? Ich heiße Minecraft-Fakten, mein Lieblingsformat von mir. Auf jeden Fall, ich habe mir da 5 Sachen zugesendet, die dann auch natürlich drankommen. Wenn ihr Ideen habt für neue Sachen, für Minecraft-Fakten, dann kommt da mit. Wenn sie richtig sind, ganz wichtig, wenn die richtig sind. Und wenn sie gut sind, dann kommen sie im nächsten Video mit dran, nächste Woche Freitag. Und dann geht auch schon los mit der ersten Sache, wo ich die Welt wechseln muss. Und zwar, die erste Sache ist von Road. Und da schreibt, wenn man in 1.8 Skelette spawnt, wie ich das hier schon getan habe, ich mache mal nochmal hier, sind alle irgendwie weg. Und wenn ihr jetzt in die 1.7 wechselt, dann haben die alle keinen Bogen mehr. So, wenn ich jetzt in die 1.7 wechsle. Und wenn ich jetzt in 1.7 bin, dann haben die alle keinen Bogen, also, da hat gerade alle schon einen Bogen gehabt, aber ihr seht, die haben jetzt alle keinen Bogen mehr. Warum ist das so, Leute? Warum? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Survival machen kann? Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Die greift ohne Bogen an, die greift ohne Bogen an! Boah! Die Zombies, Alter, Alter, Alter! Boah, heftig! Die machen, die kassieren da richtig Laden! Super sollte da draußen wohl noch ein Skelett erschlagen! Boah, heftig! Die machen richtig Schaden! Ja, boah, heftig. Okay. Also weiter zur nächsten Sache. Die zweite Sache ist von The NC Headset und er schreibt, wenn man eine. Das war ein bisschen kompliziert von mir, der schreibt nämlich, wenn man jetzt eine Kiste umbenennt. Ich will jetzt in Kiste jetzt hier. Er dann geschrieben, dann sieht man den Namen von der Kiste. Ich wusste, ja, hier, Kiste. Das weiß doch jeder. Aber geguckt, jetzt, ich weiß nicht, was er meint. Also, ein bisschen unschlüssig formuliert, aber ich weiß jetzt mal, was er meint. Ich stelle ein bisschen hin. Ich stelle mal hier hin. So. Dahin jetzt. Ich weiß, was er meint. Man ist hier oben. Das meint er. Also nicht jetzt hier, sondern das da oben, das hier. Kiste. Das meint er damit. Und hier ist korrekt. Muss ich noch nicht, damit ich bin bei den Gags nun. Dann können wir mal jetzt absteigen. Sandstein, ja. Ist so richtig, ja. Sandstein. Das können wir auch hinsetzen. Und Sandstein. Also das ist auch korrekt. Ich tue die Kissen weg. So. Dann weiter zum letzten drei Sachen. Und zwar, die letzten drei Sachen sind von Buggy MC. Und das ist irgendwie so ein kleines kleiner Creeper-Sprecher, denn alle drei Sachen handeln von kleinen Creepern. Und zwar, die erste Sache ist, wenn ein kleiner Creeper explodiert oder wenn ein Skelett tötet, dann droppt er immer einen Skelettkopf. Und ja, ich gebe schon mal hier einen Creeper hin. Wenn ich jetzt zusammen Lightning Bolt mache, dann sieht der kleine Creeper. Wenn ich jetzt ein Skelett tue und jetzt hier ins Explodieren bringe, dann boom, dann haben wir hier den Skelettkopf. Ich kann nochmal machen, ja. Wie denn nicht? Jetzt haben wir einen Lightning Bolt. Bei der Skelette explodiert. Und wir haben den zweiten Skelett. Also da drauf ist immer ein Skelettschädel. Das ist korrekt. Die vierte Sache ist wir auch, also die, ich habe gerade schon gesagt, auf jeden Fall die vierte Sache ist von. Du bist ein Vollidiot. Nein, die letzten Sachen sind von Buggy MC, du Max, ey. Also als dritte Sache schreibt er Buggy MC, wenn man geladene Creeper in Unsichtbarkeitsanträge dann abwirft, Unsichtbarkeitstrank abwirft, dann sieht man diese Burmakikel noch. Das kann nicht sein. Wenn wir vorne jetzt. Das mal. Und jetzt wird er Unsichtbarkeit abwirfen. Achtung! Dann bleiben die Partikel noch da. Ist ja gerade zum Beispiel geladene Creeper. Aber die Partikel sind noch da. Wieso denn das? Tja. Wieso nur? Und die letzte Sache ist auch wieder von ihm. Er schreibt, wenn ein kleiner Creeper durchs Wasser läuft, plötzlich kann man ins Wasser durchgucken. Also durchs Wasser. Also durch den Partikel gucken, damit man gar kein Wasser mehr hat. Und ja. Wieder korrekt. Dingens.
Und ihr seht, wir können durchs Wasser gucken, wenn man stehen will. Und das bestimmt, also, das ist auch unsere Nase, wenn ihr bleiben wollt. Wir können da durchgucken, also. Ihr könnt da durchgucken. So ist es dann gedacht, oh, ich muss hier hinten rein, aber ihr seht. Ihr könnt da durchgucken, so jetzt hier im Kopf, dann können wir da hinten gucken. Ja, und das war's auch bei den Minecraft Facts. Wenn es euch gefallen hat, dann geht's gut in eine neue Welt, denn das ist viel besser, so zu beenden. Okay, das war's dann von den Minecraft Fakten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr Sachen wisst über Minecraft, dann kommt da damit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.